Das Rennen hier auf dem Yas Marina Circuit wird gleich beginnen. Sobald das Licht schwindet, wird Kunstlicht dazugeschaltet, wodurch die Rennstrecke in Abu Dhabi zu einem einzigartigen Renn- und Zuschauererlebnis wird. Hier sehen wir die Startaufstellung und bald geht es auch schon los. Und damit hallo Formel 1 Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen hier zum, der fünfte Lauf ist das mittlerweile, der Mega-Koop-Saison in F1 2015. Wie gewohnt, mein Teamkollege ist auch wieder mit am Start, nämlich der Evan. Grüß dich. Moin. Ich hoffe, du hast gut gepennt und hast ordentlich an der Matratze gehorcht, weil heute davon geht's rund, ne? Habe ich auch gehört, ja. Ja, hatte die Matratze schon gesagt? Ja, Sieg. Sieg. Ja. Sehr gut, was anderes will ich nicht hören von dir. Wie schaut's denn bei dir aus, Rennstrategie? Was schlägt denn dir dein Heini vor? Ach, ich fahre wahrscheinlich 2 Stop. Er will 3 Stop, aber ich denke mal. Also bei mir auch. Er will weich, hart. Ich entscheide im Rennen, wie die Reifen aussehen dann. Also ich würde sagen, weich, hart und dann nochmal hart. Ich probiere mal so. Ich fahre mal 2 harteste, denn 2 die Reifen. Ob ich jetzt hart oder weich fahre, so groß ist der Unterschied nicht gewesen, glaube ich, oder? Schwer zu sagen. Ich meine, du bist da auch nur 1,39 du warst da auch schon mit Options unterwegs. Ja, wie gesagt, ist halt schwer zu sagen, weil die Weichen, kommt drauf an, wenn die Harten vielleicht länger halten, vielleicht, aber man sieht es ja am Rennen dann. Ja, man sieht hier, dass die Weichen, wie es aussieht, 5 Runden eingeplant sind und die Harten, gut, man sieht jetzt nur den letzten Stint mit 8 Runden. Also gehen wir mal grob von aus, die halten 10 Runden. Also wenn ich weich, hart, hart fahre, spare ich mir einen Boxenstopp. Ich glaube, ich probiere das einfach mal aus. Ich gehe heute mal auf weich, hart, hart. Also den Anfangsstint auf weich und dann 2x hart und dann gucken, was passiert. Das ist jetzt meine Taktik. Ich kann ja hier hinten eigentlich machen, was ich will. Ja. Geht die Welt ja nicht von unter. Du fährst auf Sieg? So gefällt mir das. Regnen wird es, glaube ich, nicht. Ich glaube, da müssen wir uns gar keine Sorgen machen. Na, wäre ein bisschen seltsam. Wäre aber nicht das erste Mal. Ich glaube, bei den Trainingsrunden, die Kollegen hier so einsam drehen, da hat es ja auch schon geregnet. In der Wüste. Das ist schon fast ein Naturschauspiel. Und es gibt sogar hier Vögel. Mir ist gerade ein Vogel da oben umhergeschwirrt. Ist das vielleicht die Dan Greenwald Möwe? Der guckt hier schon. So, ich bin schon mal gespannt, was losgeht. Auch, ich hoffe mal, den Start kriege ich ordentlich hin. Du startest innen oder außen? Rechts? Deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass vielleicht Viper reinstechen, aber ich glaube, das macht er nicht. Ich hoffe es zumindest. Ich glaube, davon, bis auf Platz 4 und 5, also Ken und Pro Game, da habe ich ein bisschen Skepsis, aber die Leutchen da davor, also der Ray und der Viper, ich glaube, die wissen, was sie machen. Die werden da kein Risiko eingehen. Also ich hoffe einfach mal, dass es nicht scherbelt, weil es wäre echt ärgerlich, wenn bereits in der ersten Kurve das Rennen schon wieder in eine Richtung geht, die wir, glaube ich, alle nicht sehen wollen und die Zuschauer da draußen auch nicht. Da fliegt wieder was, ich sehe wieder was fliegen. Das sieht aus wie ein Dreieck. Ja, weiß ich nicht, ich stehe so weit hin. Ich weiß nicht, was das ist. Es könnte ein Vogel sein. Es könnte auch ein Bumerang sein. Es könnte auch ein Hubschrauber sein. Jetzt ist es weg. Wir werden es nie erfahren. Der Abu Dhabi-Satellit ist es. Ja, was machen die denn jetzt so lang? Was ist da los hier? Oh, siehst du? Kaum beschwert man sich, geht's los. Ja. Genau, gut. Ich wünsche dir davon viel Erfolg, Glück. Dir auf jeden Fall auch. Und vor allem viel Spaß, das ist das Wichtigste. So, ich mach jetzt mal A. Und ab geht der Fische. Schauen wir einfach mal. Es wäre geil, würde man jetzt schon die Boxenstrategie und so festlegen können, weißt du, wenn man sowieso schon steht. Ja, ich verstehe auch nicht, warum man das nicht mehr machen kann. Ich halte mal in der ersten Runde ein bisschen meine Fresse, bis sich das Ganze ein bisschen gesetzt hat hier. Erster Gang ist drin bei dir? Ja. Okay, na dann. Viel Spaß. Race und Viper vorbei. Also du willst auf 3? Ich bin Erste. Sehr gut. Ich hab doch gesagt, Race und Viper vorbei. Okay. Gut. Oh,
glaube, Mackie hat gerade einen Googie angeschoben, ganz kurz. Bist du weiter nach vorne gekommen, oder? Ich bin jetzt aktuell auf der 11 und hänge Googie im Getriebe, also die 10 habe ich gleich. Leicht verbremst. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Ja, Cookie hat gerade auch die Kurve etwas sehr optimistisch weit genommen. Ja, hier sieht man, hier sieht man im dritten Sektor, wie man die Kurven von außen nach innen, also im Prinzip aus dem Kiesbett aus anfährt. Ja, jetzt weiß ich, wo ich meine Zeit liegen lasse, aber ich fahre trotzdem meine Linie weiter. Ich fange nicht an, die Kurven so komisch zu nehmen. Okay, wir haben genug Benzin im Tank für das gesamte Rennen. Denk daran, dass wir beim Fahren leichter und schneller werden. Wie schaut es bei dir davon aus? Alles ruhig? Nein, ich würde nicht sagen, wirklich ruhig. Ray kann sich halt wegen dem Windschatten extrem ranhalten. Ich merke aber, ich habe ein besseres Setup als er. Also beim Setup bin ich echt froh, dass wir hier nur die Zahlen nehmen und nicht anfangen, Setups zu machen, weil ansonsten, da kannst du die Leute gar nicht mehr bremsen, was Testen und so angeht. Ray hat sich ganz schön verbremst. Kriegt den Viper? Ne, ich glaube Viper, oder? Doch, Viper greift an. Und ich glaube, Viper hat sich gedreht. Ich glaube, Cookie ist gerade in der Wand eingeschlagen. Ich glaube, es war irgendwie wie keiner da. Beide wollten in die Kurve rein und einer hat dann einfach wieder zu früh zugezogen, die Kurve, obwohl da jemand war. Hab eine Verwarnung bekommen wegen Abkürzen. Hab eine Verwarnung bekommen, weil ich Cookie reingefahren bin. Aber ich meine, der Junge ist ohne Flügel unterwegs und fährt hier immer noch auf der Ideallinie umher. Im Rückspiegel fährt mir Ray down in die Karre. Gott. Gut, Cookie hält mich jetzt extrem auf. Gut, jetzt macht er endlich Platz. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde. Da sehen die Reifen außerdem außer vorne richtig gut aus. Okay. Ja, vorne vor allem, weil fast jede schnelle Kurve nach rechts geht, ne? Ich fahre gerade wieder eine Scheiße zusammen. Also aktuell habe ich einen Punkt erstmal reingefahren. Gut, Mackie wird es, denke ich mal, jetzt probieren. Weil ich bin neben... Ja. Ich war neben Ray und RC3, Flügel kaputt. Hat's gekracht? Ja. Ich bin vor der Geraden, er hat mich bei der ersten gerade geholt, ich hole mir aus, bin links, nehme ihn die ganze Zeit und dann zieht er in mich rein. Und ich war schon mit zwei Reifen neben der Strecke, weil ich war schon neben der Wand, ich konnte nicht mehr wegwehen. Also abgeschossen im Prinzip. Ja, aber ich glaube, Ray hat auch seinen Flügel verloren. Ich will jetzt mal Programm vorbeilassen. Aber, also, da habe ich wirklich nichts falsch gemacht. Gar nichts. Ja, sowas muss aber da nicht sein. Ja, wahrscheinlich werde ich sowieso wieder in den Kommentaren weggehatet, aber... Ich war halt neben ihm und da kann er nicht zumachen. Aber ist gut, ich habe jetzt nicht so viel Zeit verloren. Zweimal hart... Ich glaube, das funktioniert, wenn man zwei Runden länger hart wird. Ja, klar. Weil du musst jetzt den Boxenstopp sparen. Ja. Ja, also das war wirklich jetzt unnötig, also... Sorry, aber... Wird man dann, denke ich mal, aus Race-Perspektive wunderschön sehen. Du bist auf P8. Du bist auf P8 vorgefahren. Thank you.
Aber macht er keinen Kopf, ne? Wenn es so früh schon scherbelt. Ja, zu früh eingelenkt. Trotzdem ärgerlich. Ja, also ich konnte da nun wirklich nichts machen. Ich habe einen Konter gesetzt, er hat noch 1,5 Wagen breiten gelassen, ich habe mich daneben gesetzt und als ich dann schon fast gleich auf war, zieht er rüber, also. Ich meine, wenn wir neben dir der Wand ist, wo willst du hin? Ja, das war halt zur zweiten, nach der langen Geraden, dann die Linkskurve da. Wo dann ungefähr, wo dann das Schild anfängt, wird die Kurve ja noch enger, dann links mit den Leitplanken und da sind wir dann eingeschlagen. Na super. Ich meine, ich war ja auch nicht neben der Strecke, ich war ja noch auf. Ich glaube, aber ich habe jetzt meinen Rhythmus gefunden, wenn es sich beruhigen sollte. So bitte zumindest. Zwei Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Wir ziehen dir die Primes drauf. Ich müsste mal testen, wie lange man mit den Weichen noch draußen bleiben kann. Wie lange? Meinst du, die bauen dann so schnell ab? Weiß nicht, aber in der dritten, vierten Runde sahen die noch ziemlich gut aus. Okay. Ja, meine sind jetzt gelb. Mal gucken. Lustig, immer wenn jemand abkürzt, kriegst du eine gelbe Flagge angezeigt, ne? Ja. Und so oft wie mir es ja angezeigt wird. Gelbe Flagge, grüne Flagge, gelbe Flagge, grüne Flagge. Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Gut, im Tunnel hat sich einer gedreht. Das ist der Lukas. Und er hat offensichtlich kein Frontflügel mehr. Ja, Lukas fährt bereits jetzt in der Box. Sehen deine Reifen aus? Gerade eben waren sie gelb, ich bleib draußen. Ja. Es sind einige drin. Vielleicht kannst du ja weich, hart weich sogar fahren, das wäre ja perfekt. Ich kann Ray Bestzeit fahren. Ich hab mehr Zeit gut gemacht auf ihn und er fährt Bestzeit, hä? Mackie klebt mir im Getriebe, das finde ich schön. Bei Mackie weiß ich, der macht ja keinen Blödsinn hier. So, ich gucke mir nochmal die Reifen an. Immer noch top. Immer noch gelb. Ich bleib draußen mit den Dingern, so lange wie es geht. Ich würde zumindest Mackie zwingen, dass er zuerst reinfährt. Das wäre ganz gut. Gott. Komm, Mackie, fahr rein. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Ray war schon wieder in der Box? Nee, das ist Viper, der jetzt rauskommt. Wollte gerade sagen. Du hast es auf P2 geschafft. Du bist ja
Alter, ich bin gerade auf dem zweiten Platz. Soll ich mit Viper irgendwas machen? Mal Hallo sagen? Ich bin direkt auf Platz 4 dahinter. Boxenstopp. Ich fahr diese Runde rein. Nur zur Info. Ja, ja. Ich war ja schon. Meine Hinterreifen geben ein bisschen wie ein Geist auf. So fühlt sich also an, auf Platz 2 zu fahren. Cooles Gefühl. Und ich glaube, Viper hatte rote Reifen drauf. Also nochmal Options. Okay. Hätte wahrscheinlich 30. Guck mal, da ist schon mal nah genug rankommen. Die Flanke vielleicht nochmal erkennen. Aber der... Nein! Oh, was? Ich hab mich an der Box vorbeigebremst. Nein. Oh Mann! Da fahren wir halt noch eine Runde. Ray ist jetzt hinter mir. Hinter dir? Ja, Ray, komm. Der war doch direkt hinter mir gerade noch. Ja, Marvin ist jetzt hinter dir. Ich weiß, aber trotzdem war Ray... Ray hat doch nur wieder einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, hast du gesehen vielleicht, was Marvin für Reifen hat? Nee, ne? Ich hab da jetzt nicht... Ich glaube, er hat... Also Marvin ist auf der 3. Ray ist auf der 5 und ich bin aktuell auf der 4. Nee, die Reifen, aber ich glaube, er hat auch rot. Weiß ich nicht, kann ich dir sagen? Hat Ray rot? Er zieht jetzt gleich an mir vorbei, kann ich dir sagen? Was ist denn das für eine Scheißfarbe? Ich glaube, gelb. Okay. Ich habe jetzt gut Plätze verloren durch meine Scheiße hier. Oh, ich kämpfe echt mit... Mit so platten Reifen. Ken ist jetzt auf der 5. Ja, die eine Runde war wahrscheinlich zu viel. Ja, die war jetzt zu viel, die letzte, ja. Die kostet mir nur, kostet mich nur Zeit. Ich bin nur noch am Rutschen. Aber ich kann dir zumindest sagen, also 7 Runden mit Weichen gehen auf jeden Fall klar. Oh, die Kurve, ich wäre beinahe wieder vorbeigefahren, glaubst du es? Oh mein Gott. Gut, jetzt zweimal hart konzentrieren und durch hier. Gib ihm. Wenn ich vom Mackie wieder rauskomme, habe ich im Grunde nichts verloren. Weil die Leute, die anderen, die waren sowieso schon in der Box. Unsere Strategie sieht noch 2 Boxenstops vor. Noch 2 geplante Boxenstops. Gut, aber Mackie zieht jetzt, glaube ich, gerade an mir vorbei. Gucken. Nein, ich bin vor Mackie geblieben. So, machen wir ein bisschen fette Mischung drauf hier. Und nochmal auf Primes. Also die Harten fahren sich da doch schon ein bisschen anders.
Nein, Maggie, warum bremst denn du hier? Och Mann. Nichts passiert. Maggie ist nur bei der Doppelrechts im dritten Sektor. Einmal mal auf die Bremse gestiegen. Angeblich hat Marvin eine Zeitstrafe. Okay. Botti meinte, der hat eine Zeitstrafe. Es macht nichts, wenn er mich überholt, weil er hat ja eine Strafe. Ja. Wie weit bist du hinter Viper? 3 Sekunden oder so. Ich habe gerade ein bisschen gut gemacht, aber er hat halt weich. Das ärgert mich, ey. Gut, Mackie fährt mir davon aktuell. Ich fahre einfach, ich probiere mal meinen Rhythmus wieder zu finden, weil der war vorhin gar nicht mal so schlecht. Ja, meine Reifen sind aktuell auch nicht mehr wirklich gut. Okay. Also, die sind halt noch in Ordnung, weil die von Dingsens sind jetzt 3 Runden oder so jünger. Das macht schon Unterschied. Da merkst du langsam den Unterschied schon. Ja. Ich glaube, Micha hat ja richtig Probleme auf der Strecke. Okay, kurzes Benzin-Update. Es sind noch 30 Kilo übrig. Wir haben noch 30 Kilogramm Benzin. Roger, beim nächsten Boxenstopp passen wir deinen Frontflügel an. Die Sekunde jetzt über 2 Sekunden auf Ray Fallon bei Program einfach mich überholt hat und ich nicht langsamer war jetzt. Hat er dich bitte ausgebremst? Naja, bisschen ist gut, 2 Sekunden. Ich hole langsam auf Mackie auf. Aber nur ganz langsam. Aber wenn Micha auf der 12 ist, wer ist denn der Letzte? Let's Play Noob? Vielleicht? Okay, die Reifen sollten noch eine Weile in Ordnung sein. Aktuell
Jetzt sollten wir auch langsam in die Nacht schon reinfahren. Das sieht so geil aus, wenn du Richtung Motodrom fährst hier, der Sonnenuntergang. Ich habe jetzt wieder einen schönen runden Fahrstil. Wenn ich so für mich fahren kann, fahre ich deutlich ruhiger und auch besser. Sobald ich anfangen muss zu überholen, komme ich durcheinander. Okay, noch zwei Runden bis zum Boxenstoppfenster. Für den nächsten Stint bekommst du Primes. Also Mackie und ich, wir holen gerade gemeinsam auf das Feld wieder ein bisschen auf. Also unser Pace scheint ganz gut zu sein. Der Googie war die ganze Zeit letzter. Verwarnung, ja, Entschuldigung. Es war doch ein bisschen zu spät gebremst. Stand da Dinge bei dir? Oh, ich bin leider nur Dritte. Versuche einfach nochmal Risiko und versuche ihn nochmal hart zu und dann zweimal weich. Hm. Ich werde die Harten jetzt so lange ausquetschen, wie es geht. Also 13, 14 Runden müssen die jetzt mitmachen und ich bleib bei zweimal hart. Mal gucken, was passiert. Ach, Razy, dass ich reinfahre, kommt auch. Na Scheiße. Wir fahren jetzt mit 25 Kilo Benzin. Noch 25 Kilo. Oh, und er fährt die gleiche Taktik. Oh Gott, wäre ich lieber hart gefahren. Ey, ich wollte extra die andere Strategie fahren, weil ich dachte, er fährt die harte. So was Dummes. Das heißt, du müsstest doch auf der Strecke austragen. Ich denke nicht mehr, dass er sich drin wird. Der Unfall war einfach dumm. Ja, vor allem, wenn du nichts dafür kannst, was willst du machen, ne? Ich konnte überhaupt nichts dafür. Ja. Gut, meine Reifen brechen jetzt langsam ein. Das ist krass, die halten ewig lange und mit einmal Pam geht gar nichts mehr. Ja, war damit auch gerade so.
von Force India kommt wohl gleich rein. Die Boxencrew macht sich bereit. Wir stehen parat. Komm diese Runde rein. So. Ich glaube, ich werde das Risiko nicht nochmal eingehen. Da fahre ich lieber jetzt eine Runde eher rein. Aber dann halten die harten auch nicht viel länger als die weichen, du. Ne, ist komisch, die weichen halten ewig, weil. Ja, also im Vergleich zu den harten. Gut, ich fahre jetzt in die Box. Was für ein Scheißrennen schon wieder, ey. Ja, es läuft mal wieder nicht so, wie wir wollen. Ja, bei dir ist es halt noch ärgerlicher wegen dem Unfall, ne? Ja. Weil das ist ja absoluter Humbug gewesen. Vor allem, es ist so doof, wenn ich jetzt bedenke, wie lange soll ich mit den Weichen, mit den Harten jetzt fahren? Ich hätte zwei Weiche machen sollen jetzt im Schluss. Ja. Das ist Blödsinn, was ich jetzt fahre. Ja, jetzt musst du es durchziehen. Ich probiere die Dinger mal zu schonen, vielleicht kriege ich sie doch übers Leben, also über die Runde. Ist doch total bescheuert, was ich da jetzt mache, aber egal. Ist ein bisschen weit rausgekommen. Was mich bei dem Spiel am meisten nervt, dass es keine sehr gute Zeit, keine technischen Probleme gibt. Gut, wäre vielleicht auch ein bisschen unfair. Warum? Kann er jeden treffen. Ja, aber trotzdem. Vielleicht hat der eine dann so viel Pech, dass er mehrere hat. Im Grunde ist es genau dasselbe, als wie wenn du in die Wand gedrückt wirst. Ist genauso unfair. Passiert aber auch nichts. Ah, stimmt. Also von daher. Ich bin mal gespannt, was er dazu sagt. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt den Peter dazu geschoben bekomme. Ich meine, du warst ja schon in Kanada Leidtragender. Von dem Unfall zwischen Ray und Viper. Wo du dann diese, du musst ja, alle vorbeilassen, Strafe bekommen hast. Sau bescheuert gewesen. Bobby, machst du Platz? Bobby? Er macht keinen Platz. Er macht wirklich keinen Platz. Echt nicht? Nö. Ah, jetzt hat er sich verbremst. Jetzt habe ich zwei Verwarnungen gekriegt, weil ich ihn überholt habe. Ja, bin leider rausgefahren. Herr Cookie hat ja auch vorhin, als er keinen Flügel mehr hatte, hat er auch keinen Platz gemacht, obwohl es hirnrissig ist, also. Weil die Leute dann auszublocken. Naja. Okay, Viper war in der Box. Also ich müsste ich müsste 8 Sekunden aufholen. Also okay. Beiden Stints irgendwie noch. Ich glaube, der muss hart haben, der fährt keine 10 Runden weich. Wer weiß, wenn ich vielleicht noch eine gute Pace hinlege mit dem letzten Stint. Ist noch alles möglich. Hier ist noch lange nichts gegessen. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 20. Wo dann willst du gerade rum? 11. Chance auf Punkte? Ja, Mackie muss noch rein. Da werde ich sehen, wo ich liege. Aber wie gesagt, ich fahre mit einem Stop weniger. Ich probiere jetzt wirklich die Reife übers Ziel zu bringen. Und wenn die nochmal rein müssen. Ich habe gerade auf Mackie 2 Sekunden aufgeholt. Wie auch immer das geht, aber. Reifen kaputt vielleicht?
Ich weiß nicht, wie lange er draußen bleibt mit seinem Satz da. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht volle Kanne attackieren. Ansonsten kriege ich die Reifen nicht über die Zeit. Ah, stimmt schon. Aber wegen 3-4 Runden nochmal reinfahren, weißt du? Ja, macht auch keinen Sinn. Ja, vor mir. Mein Spotty labert nur noch Scheiße. Danke, Micha. Gut Platz gemacht. Oh, ich hab sogar DRS gekriegt. Wunderbar. Sehr gut. Ich sehe euch schon kommen. Das heißt, bald bin ich fällig. So, hab Mackie überholt. Gut gemacht. Also er war in der Box, sagen wir es mal so. Bisschen mal ehrlich. Überholen ist überholen. Ja genau, ich hab mich überholt, hab Mackie gepwnt. Jetzt habe ich schon zweimal die Kurve verkackt hier. Reifen geben gar keinen Ton von sich aktuell. Also bisher alles im grünen Bereich. Sehr gut. Gut, dann gehe ich nächste Runde rein und hoffe mal, dass ich vielleicht noch Viper attackieren kann. Hast du umgestellt auf Weich? Ja, kriege ja leider auch einen gebrauchten Satz. Aber der schafft ja hier auch 7 Runden. Der andere, das wird schon funktionieren. Ich habe in meinem ja, 7 Runden ist aber echt das Maximum. Ab 8 bauen sie ab. Extrem ab, die fallen ja dann wirklich in den Keller. Diese blöde Start- und Zielkurve. Okay, beim nächsten Stop bekommst du Options. Das Box. Viper und Program geben sich, die überholen sich gegenseitig, das ist gut. Ja. Aber jetzt ist halt die Zeit, wo die Reifen wahrscheinlich von denen schneller sind. Der Benzinstand ist jetzt an der 15 Kilo Marke. Noch 15 Kilogramm Benzin. Oh, ich mit meinen Gängen, ey, ich krieg die Gänge nicht auf die Kette hier. Mal zu hoch, mal zu tief. Was mich irritiert, dass meine Reifen wirklich gar keine Farbe von sich geben. Ist das ein gutes Zeichen? Ja, ich denke mal. Okay. Die sind immer noch schwarz. Gut. Ich überlege gerade, ob Mackie noch mal reinfährt oder ob er jetzt den langen Stint mit den harten fährt. Er war ja jetzt ziemlich spät in der Box, also denke ich mal, fährt er weiter, ne? Ja. Bin gespannt, wann die da vorne nochmal in die Box fahren. Ob da die Taktik aufgeht.
Das Problem ist halt, ich muss halt wirklich vorbei. Das bringt nichts, wenn ich dran bin, weil die haben frischere Reifen. Okay, dein Vordermann sieht dir etwa 2 Sekunden pro Runde davon. Okay, mein Vordermann nimmt mir 2 Sekunden ab. Ja, super, ich verliere 2 Sekunden in alle Richtungen. Was geht denn hier ab? Gut, Mackie ist jetzt gleich dran. Gut, in der Box mit Ray gemeinsam sogar. Ich habe letzte Runde über eine Sekunde auf Ray verloren, fast 2. Jetzt sind meine Reifen plötzlich dunkelgelb. Eine Runde später und die sind dunkelgelb. What the fuck? Da kommt Viper. Oh, weit weg sind wir aber nicht. Die Reifendaten sehen soweit gut aus. Die Reifen sollten also eine ganze Weile durchhalten. Wir sind direkt vor uns. Na dann. Ich habe frische Reifen. Also direkt jetzt nicht, aber die sind nicht weit weg. Ich fahr ein Piss zusammen. Dein Boxenstoppfenster ist jetzt offen. 5,1 Sekunden ist machbar. Knapp in dir. Boah, die sind richtig langsam. Nur noch 2,2 Sekunden, 3,2 Sekunden. Und Program ist nochmal in die Box gegangen. Nochmal? Ja, ich fahre jetzt bei einem Sektor, ich habe gerade im letzten Sektor 2 Sekunden aufgeholt. Mackie kürzt einfach mal alles ab hier. Hat mir aber gerade Platz gemacht, hat mich vorbeigelassen. Oder es war Fahrfehler. Also wenn Mackie durch Abkürzen sogar Platz macht und sich sagt, nee, das war unfair, dann Hut ab. Wir haben 3/4 des Startbenzins verbraucht. Es sind 25% übrig. Kommt schon irgendwann. Müssen die da mal in die Box hier. Scheiße, jetzt bin ich direkt hinter Viper und Ray wird jetzt rankommen, deswegen das ist doof. Krasse Zeit. Oh, Alter, Viper bremst 100 Meter oder so in der ersten Kurve zu früh. Voll hinten drauf gekracht. Ich glaube, er hat davon nichts gekriegt. Ich habe jetzt mal mein Lachgas gezündet, ich fahre jetzt gerade auf Fett. Er hat's gescherbelt vor mir. Pace hat's erwischt, wie es aussieht. Extrem langsam unterwegs. Ich tippe mal auf keinen Frontflügel mehr. Ja,
Pace, sehr fair Platz gemacht. Danke dafür. Maggie, was soll denn die Scheiße hier? Mein Gott, gerade eben lobe ich dich noch. Ja, ich krieg ne... Ja, genau. Ja! Was ist los? Ich bin ganz immer hinter Weiberg. Ich würde... Weiberg hat auf jeden Fall keinen Schuld. Schwertbier ist raus. Ich war halt einfach rechts bei Viper und auf einmal, es wäre so ein ganz, ganz kleiner Leck nach hinten gewesen und dann haben wir uns verhakt, tot, wenn er jetzt eigentlich... Irgendwas kaputt gegangen? Ich bin kaputt, ja. Du bist kaputt? Ich habe kein Frontflügel mehr, Schrott. Das kann doch nicht sein. Da würde ich jetzt aber keinen Schuld geben, es war doof gelaufen, aber ich habe rechts weggezogen. Ja. Auf der zweiten Geraden und... Keine Ahnung, was da los war. Leck und du hinten drauf. Ich würde das mal Leck nennen, weil wir haben uns beide nicht bewegt. Er war links, ich war rechts, war ja nicht über Ray und auf einmal bin ich weg. Muss ich bei Ray sehen, aber... Na super. Keine Ahnung, was ich da... Also. Ach, es kann nicht mehr schlimmer werden, ohne Spaß. Vor allem jetzt gewinnt auch noch Ray, was ist denn... Oh, wegen dem Startcrash einfach nur... Boah. Ich bin auf die Nachbesprechung diesmal wieder richtig gespannt. Na, vielleicht krieg ich den fünften Platz noch, wenn ich Glück habe. Sechs geht auch wahrscheinlich noch an mir vorbei, oder? Du musst diese Runde reinkommen. Oh, es ist echt nicht zu fassen, ey. Ich verstehe echt nicht, wie das passiert ist. Wir waren beide nebeneinander, nicht nebeneinander, aber ich war doch die ganze Zeit rechts, ich versteh's nicht. Nur zur Info, der Fahrer hinter dir hat auf Mischung 1 gewechselt. Die wollen Benzin sparen. Oh Gott, total verbremst. Nochmal verbremst. Gut, ich merke, dass meine Hinterreifen jetzt langsam mal Hallo sagen. Die können mich mal. Die letzten Runden macht ihr auch noch mit. Oh, ist das bitter. Oh, wirklich, ey. Das... Mehr als ärgerlich. Mehr als ärgerlich, ja. Gut, ich glaube, meine Taktik ist einfach nicht aufgegangen, weil der Abstand zu groß war. Ich glaube, Mackie wird heute Abend von meinem Arsch träumen, ey. So wie der mit dem Getriebe hängt. Der kommt aber auch nicht vorbei. Ja, ist mir scheißegal, ob ich jetzt auf 500 Verwarnungen kriege, ey, ohne Witz. Wo bist du denn aktuell, auf welchem Platz? 5, das wird auch nur 5. Ja, dann nimm die Punkte mit nach Hause. Ach, Mann.
Mackie, richtig geil. Also der Junge kann fahren. Der hängt mir so krass im Getriebe, keine Berührung, gar nichts. Bist du auf Platz 10 oder? 8. Oh, das ist gut. Ich glaube, Mackie, der wird ja alles daran setzen, den einen Punkt noch mitzunehmen. Meine Reifen sind halt jetzt echt langsam. Jetzt probiert das wieder. Ich habe mich auch noch verbremst dazu. Jetzt ist er, glaube ich, vorbei. Gut, volles Risiko. Fette Mischung. Gib ihm. Bremst mich nur noch. Oh, hoffentlich ist das jetzt endlich zu Ende. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Ja, ist mir egal, ob ich noch Verwarnungen kriege. Hause rein, los. Also Mackie fährt mir jetzt davon. Der hat einfach die frischeren Reifen jetzt. Ja, kannst du ja nicht viel machen. Ist ja gut, dass du ihn schon so lange hinter dir halten konntest. Ja. Ich probiere trotzdem mal dran zu bleiben. Wie gesagt, ich fahre mit fetter Mischung die letzte Runde jetzt noch. Weil bei ihm reicht halt ein Quersteher aus und dann bin ich schon wieder vorbei. 5% des Startbenzins übrig. 5%. Okay. Meine Reifen geben jetzt endgültig auf. Muss ich mal sagen, also das, was ich von dir so gehört habe, dann kein verdienter Sieg. Ich meine, für das zweite kann er ja nichts, aber das erste, also wirklich, da konnte ich nichts, überhaupt nichts. Ich bin bisher rausbeschleunigt, war links neben ihm schon, ich war nicht gleich drauf, aber ich war schon bei seinem Kasten da, zum Kopf hin mit dem Vorderreifen. Ja. Und man merkt, also weich und hart, du bist doch schneller mit dem Boxenstopp. Ja, deutlich. Ich war 2-3 Sekunden schneller als Viper. Ray auch. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht gleich bumm macht und meine Reifen sich endgültig verabschieden. Wir sind schon ein bisschen abgefahren, aus, aber solange sie noch nicht rot sind. Okay. Du kannst ja eigentlich safe fahren, du hast ja genug Abstand. Ja, ich weiß nicht, Pace ist ja noch hinter mir. Ja, aber wenn ich nach hinten gucke, sehe ich da niemanden. Ja, ich bin jetzt im Motodrom. Ja, ich gucke dir gerade zu. Das im Lenkrad vibrierte. Und auch drüber. Naja, 2 Punkte. Von 12 auf 9 wenigstens 3 Plätze gut gemacht. Wen haben wir denn? Ist das der Ken auf 3? Ja, das 2? Ist der Marvin. Marvin, sauber. Ja. Na, hätte er wahrscheinlich früher entscheiden müssen für Strategie, da wäre wahrscheinlich mehr gegangen. Er hat ja um den Sieg gekämpft mit Viper. Schade für ihn. Hätte aber in den ersten paar Runden habe ich gute Kämpfe mit ihm gehabt. So, dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ich werde auch bei den Strafen nochmal vorbeischauen, wie es da aussieht.
Ich hoffe nur, dass die Leute jetzt nicht gleich alle rausgehen, dass wir gleich hier gar nichts mehr sehen. Oh. Guck dir die Strafen an, Alter. Der hatte auch Strafen. Oh Mann, ich hätte mich mehr einmal anstrengen sollen. Er ist der verdiente Sieger. Ja, verdient, das werden wir gleich sehen. Also auf Platz 1 ist es der Ray, auf der 2 der Viper, auf der 3 starke Leistung von dir, Marvin, trotz Strafe. Auf der 4 der Ken, Even, auf der 5, danach kommt der Lukas, auf der 6 Forza Creeper, gefolgt von Mackie, meiner einer, Pace, auch mit einer dicken Strafe auf dem Konto. Und Gookie mit einer richtig fetten Strafe, wir sehen da komplett um 5 mal 15 Sekunden. Und Micha auf der 12 und Schwertbier ist nicht angekommen. Wir können ja mal schauen, ob wir sehen, warum Schwertbier ausgeschieden ist. Gut, bei mir ist auch einiges diesmal drin. Ich glaube, ich habe 10 oder so. Ich sehe da sehr, sehr viel abgekürzt, abgekürzt, abgekürzt. Also hier wurde wieder fleißig gecuttet, was das Zeug hält. Was wollte ich gucken? Schwertbier wollte ich gucken, ne? Wo ist er denn rausgefallen? Falsche Richtung! Ah, was bleibt Boxen, das, oder das passiert ganz schnell. Du willst dich einfach nur einmal umdrehen, um wieder in die Streckenrichtung zu kommen und dann... Beim Dreher wollte er sich gerade stellen und dabei ist er dann rausgeflogen. Also richtig ärgerlich. Das, was mich am meisten nervt, nach wie vor, abgekürzt, 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 abgekürzt. Also das macht echt keinen Spaß. Weil mich würde echt mal interessieren, wie schnell man wirklich ist, wenn man nicht cuttet wie ein Weltmeister. Ja, guck das mal an. Also wenn ich... Das ist ja furchtbar. Aber egal, ich reg mich nicht auf. Even, von dir ein starkes Rennen. Du hast Nerven bewiesen. Und auch Nerven gezeigt. Und ich bin jetzt schon mal gespannt, wie es in der Nachbesprechung abgeht. Ich bedanke mich da jetzt schon mal für deine, ja, für deine Zeit. Ne? Wir holen uns das sowieso gleich nochmal. Ich werde es dann bloß mal rübereiern. Ich muss die Tonspur anhalten, Alter. Die Videospur, weil wir sind über eine Stunde. Kann gut sein, dass zur Start schon weg ist. Gut, also ich verabschiede mich. Und du bespaßt die Leute mal ganz schnell, weil ich lasse die Tonspur natürlich weiterlaufen. Haha, komm, ja, super. Über. Ja, was soll man sagen, ne? Mir hat's enttäuscht auf jeden Fall. Ich hoffe mal, Ray gesteht sich auf den Unfall ein, weil, ja. Wo ich auch gespannt bin zu sehen, vielleicht aus Rays Sicht, wieso ich bei Viper abgeflogen bin, weil das verstehe ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Leck von ihm war, so ein ganz kleiner, oder von mir, aber einfach in die Wand gedreht auf einmal. Oh Gott, ey. Was ist denn los? Ich höre dich gar nicht reden. Du hast nach Gott gerufen, da bin ich. Also Tonspur, ne, Videospur ist alles korrekt. Da ist nichts passiert. Mhm. Alles picobello. Gut, da warten wir mal, bis wir jetzt umgezogen werden. Boah, Ich dachte schon, mit meinen 12, 13 Verwarnungen wäre ich schon Bombe dabei, aber... Nee. Nee. Beim besten Willen. Ich glaube, die einzige Strecke, das sind ja wirklich die Stadtkurse, dann Monaco kannst du nichts Monaco abkürzen. Nee, Monaco doch, erste Kurve kannst du mit 4 Reifen verlassen, die Hafenschikane kannst du verlassen und dann die Vorratskasse kannst du einfach auch überbrettern. Okay, gut. Dann, wie sieht's mit Shanghai aus? Ja, letzte Kurve kannst du extenden zum Beispiel. Okay. Oder zu lang geraden hin, zu der Schnecke da links kannst du auch. Gut. Ich grübe gerade nach, ob mir noch Strecken einfallen. Also wenn das so weitergeht, der Trend, na Hütchen ab, ey. Im Prinzip musst du ja bloß üben, um rauszufinden, wo du cutten darfst. Na, du kannst auch in Brasilien in der also zu geraden hin einfach rechts rüberfahren, ganz weit rechts, und dann kannst du schön von außen anbremsen. Hättest du auch in Abu Dhabi machen können, hättest du die erste Kurve ein bisschen mehr Vollgas fahren können, hättest einfach einen Bogen in der ersten Kurve gemacht. Stimmt, ja. Das würde alles funktionieren. Ja. Na, auch im, also wie gesagt, also im dritten Sektor habe ich es extrem gesehen, auch beim Googie. Also du kannst die Kurven, wie heißt das bei euch, extenden, also außen, also weiter genau, außen fahren. Ausfahren, ja. Extend. Strecke verlassen und außen mehr Schwung mitnehmen oder halt ja schneller einfach die Kurve durchfahren, weil der Winkel ganz anders ist. Da habe ich in Abu Dhabi leider, glaube ich, da habe ich 4 oder so gekriegt, deswegen. Okay. Ja, natürlich ist es auch mit sehr viel Risiko verbunden, ne? Du weißt ja nie, was passiert jetzt unterm Strich. Ja, in der letzten Runde war es mir eigentlich relativ egal noch. Was ja, passiert. Aber lieber ein paar Punkte mitnehmen, weißt du, anstatt 0 ist eine 0. Ja, lieber ein bisschen was mitnehmen, als wirklich mit einer Nullnummer rauszugehen. Stimmt, schon. Jetzt wird umgezogen. Der Raid zieht fleißig, ich sehe es da schon am Rande. So, ich mache, glaube ich, meine Konsole schon mal aus hier. Ja, mache ich auch. Feierabend für heute. Oh Gott, was mache ich natürlich? Ich gehe jetzt wieder in mehr Spieler rein. Was Hardcore-Ausdauer. Ja, ich glaube, da fährst du 100% online. Oder, du fährst ohne Fahrhilfen auch. Ohne alles. Oh, geil. Das macht dir dann doppelten Spaß, oder? So, wir sind die Einzigen, die noch nicht gemoved wurden.
Kommt, moved mich, ich hab die Uncut-Version der Nachbesprechung. Wollen Sie, wollen Sie nicht? Darf man euch ziehen? Ja, darf man. Muss ich also, Achso, du hast das letzte Mal, glaube ich, gesagt, ne? Ja. Hm. Buddy was moved out of your channel. So, die Uncut-Version bei Tom, deswegen geht's gleich wieder los. Die Nachbesprechung zum fünften Lauf auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, in die Nacht ging's und ja, ich anfangen. Weiß, ich... Du möchtest anfangen. Sonst immer meine Fresse. Ich möchte anfangen. Okay. Ja, alles klar, dann hau rein. Ich möchte anfangen. Ich möchte mich beim Mackie bedanken. Hab noch nie so ein faires Rennen gehabt. Also... Selbst wenn er die Strecke verlassen hat, hat er mich dann wieder vorbeigelassen bei dem Überholmanöver. Also Hütchen ab, Mackie war ein richtig schönes Rennen mit dir. Ja, hat richtig Gaudi mächtig, gemacht. Mächtig viel Spaß gemacht. Ja. Ich habe zu den Zuschauern gesagt, da vorne sehe ich Tom, der kommt gleich wieder raus. Nee, kann also man mal applaudieren. Ich glaube, er träumt heute Abend von meinem Arsch, zumindest dem von meinem Williams, weil ich habe mich richtig breit gemacht. Du aber, also Mackie hat verdient die Position gut gemacht. Nee, meinen Arsch hat er noch nicht gesehen. Wir arbeiten da noch dran. Also wie gesagt, Mackie bekommt von mir hier den Fairheitspokal, weil das hat wirklich wunderbar funktioniert. Also Hütchen ab, Mackie, Chapeau. Wir schön waren, glaube ich, auf derselben Strategie, oder? Ja, ich glaube auch. Weißt du, seid ihr beide gefahren, ja. Ja. Mhm. Nur, dass du, glaube ich, eine Runde am Ende warst du schon in der 17. Runde an der Box. Ich war sehr früh drin. Ja, ja. Gut, und jetzt dürfen die anderen reden. Genau. Darf ich? Wollte nur danke sagen. Bevor der Nächste dran kommt, würde ich auch noch mal kurz sagen, Thema Fairness, muss ich sagen, allgemein eigentlich sehr hoch hier. Gibt immer zwar wieder mal was, aber da auch, klar, Mackie und auch du, Tom, für mich eine oder die absolut fairsten Fahrer, so, die ich auch mal wirklich loben muss. Vielleicht fahrt er nicht um Sieg vorne mit, aber dafür fährt er mega fair. Und ich finde, das ist manchmal sogar wichtiger, wie da irgendwie vorne rumzufahren, zu gewinnen und das dann auch mit ein paar Mal abkürzen, da muss ich nämlich auch mal sagen, das Rennen, ich glaube, so viel Mal Verwarnung habe ich noch nie im Rennen bekommen und das war auch keine Absicht. Ich habe mich auch schon in der Aufnahme bei meinen Zuschauern entschuldigt dafür, aber ich bin einfach nicht in den Rhythmus gekommen, weil wir hatten so leichte Funkprobleme, aber das da gibt es dann bei uns auf der Aufnahme zu sehen, mehr will ich da nicht verraten. So, jetzt darf Marvin. Popcorn. Ja, ich wollte erstmal vorwegnehmen auch noch Ray, Glückwunsch für deinen vierten Sieg in Folge, glaube ich. Ja, danke. Ohne Rhythmus. Also ich kam auch nicht in Rhythmus rein. Ich habe zweite Runde direkt eine Strafe bekommen, ohne Verwarnungen oder so. Dann habe ich eigentlich so gehofft, dass ihr euch ein bisschen aufhaltet zu dritt. Das ist dann irgendwann mit dir und Hustle passiert, Ray. Dass ihr euch ein bisschen aufgehalten habt. Ja, und dann irgendwann beim zweiten Stop hat mir meine Crew statt Primes Options aufgezogen. Da musste ich auf eine 3-Stop-Strategie gehen. Und sorry, Viper, dass ich dir da einmal in die Karre gefahren bin, weil ich hatte einen dadurch volles Risiko gehen und du hattest die Harten drauf und dann ist das mit den Bremspunkten immer scheiße. Ja. Trotzdem noch dank Kedden, dass der auch eine 6-Sekunden-Strafe hat, ein Podium gefahren. Bin ich vollstens zufrieden mit. Ich gebe weiter. Dann würde ich gerne weitermachen. Ja. Ich bin, glaube ich, gerade einer der glücklichsten Menschen auf dieser Scheißerde. Hast du den Platz gemacht? Du hast endlich mal geschlagen. Ich hab's gesehen. Ich habe zwar eine 3-Sekunden-Strafe und bin hinter ihm gelandet, aber einfach das Gefühl, vor allem noch in der letzten Kurve ins Ziel zu kommen. Ja. Klar, die letzten drei Kurven waren sehr, sehr hart. Ich hab das Problem, also ich bin halt 2-Stop gefahren. Ich war halt, warte mal, Runde 6 bin ich reingefahren, weil ich mich gedreht hatte. Auch mit der Gruppe, mit der Kampfgruppe da. Da bin gesehen. Ich halt Runde 14 rein und bin auf Harte gegangen und bin ab Runde 14 durchgefahren komplett. Da waren die Reifen halt komplett orange. Die waren deswegen, als ich blockieren wollte, haben sie einfach nur noch geschoben und ich bin geradeaus durch. Ich fand das so geil, Alter. Was ist dir da eigentlich passiert? Hab ich dich damit so gefreut? Ja, ich habe in der letzten Kurve nochmal überholt. Da, wo ich mich gedreht habe hinter dir? Ja. Da hast du mich nicht berührt, da habe ich dich berührt. Ich bin in die Kurve rein, bin hinten drauf getitscht und dann hat es mich halt quergestellt, weil ich hinten drauf gefahren bin. Ja, ich hatte das auch. Das war aber eine Kampfgruppe, die wir da hatten. Scheiße, noch eins. Ich hatte Spaß beim Zusehen. Ich hatte da nämlich auch einen Quersteher und war mir nicht sicher, habe ich da jetzt einen Schlag gespürt oder ja, nicht? Ja, ich habe mich auch ein bisschen quergestellt gehabt. Das war durch mich, ja. Dafür nochmal sorry, aber ich habe mich auch weggehauen. Ich habe bei Gott sei Dank Spoiler-Wasted Ball gehabt. Ja, apropos reinfahren und wegdrehen, Schwertbier, ich weiß nicht.
war ich dann schuld? Hätte ich mir Platz lassen können oder bist du einfach zu früh reingezogen? Weil das, was ich gesehen habe, war, dass du mit dem Frontspoiler auf meinen Hinterreifen, also seitlich reingekommen bist und dann ausgerutscht und voll in die Mauer. Ja, ich war, glaube ich, ein bisschen zu schnell passiert. Und dann, also, dann wollte ich mich rumdrehen und dann falsche Richtung disqualifiziert. Ah, okay. Nee, nicht gut. Ne. So, ich möchte auch noch mal kurz unterbrechen, wegen einer Meldung, die mir jetzt gerade noch reingekommen ist. Und zwar, der Ken nimmt gerade nicht in der Nachbesprechung teil, der freie Fahrer, weil sein Vater hatte, während wir Rennen gefahren sind, einen echten Verkehrsunfall. Und deswegen hat er sich entschuldigt. Und an der Stelle, denke ich, auch in aller unser Namen Däumchen drücken, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. So, wer will als nächstes? Ich. Okay, los geht's. Ich. Nee, war ein richtig geiles Rennen. Und Frage an Cookie, wie war das erste Rennen mit Lenkrad? Ja, soweit schon geil, nur hatte ich leider das Problem, dass meine Schwester eine Wohnwand bekommen hat und da ziemlich viel zum Aufhängen ist. Und das genau hinter der Wand, wo mein Fernseher steht. Ja, also es war ziemlich viel Gebohre, Gehämmere. Deshalb habe ich dann mal irgendwann gesagt, Cookie, schalt bitte mal dein Mikro ab, weil es nervt tierisch. Und es hat ihn halt noch mehr natürlich aus dem Rhythmus gebracht, mich am Anfang gesehen. Ich muss so sagen, Rennen war geil, ich war sehr konstant von den Rundenzeiten her, sofern kein Gehämmerer da hinten war. Und ach, deswegen bist du manchmal Problem. So komisch gefahren. Ja klar, ich musste mich ja immer wieder muten, um einerseits Ray nicht zu stören, damit dass er seinen Stint fahren kann. Und sobald er gehämmert wurde, habe ich, obwohl ich den Controller auf voller Lautstärke habe, den Teamspeak auf voller Lautstärke, habe ich einfach nicht gehört, wie der Motor dreht und alles. Und da habe ich mir halt auch teilweise dann weggedreht, weil dann musste ich wieder runterschauen. Ah, scheiße, kann ich mir gegenlenken? Bam, Mauer, Frontflügel weg. Das und erklärt, warum alle vier Boxenstops, die ich machen musste, war wegen defekten Frontflügel aufgrund der Bohrereien im anderen Zimmer. Oha. Wir hatten auch ein Kommunikationsproblem. Vipers Teamspeak hatte sich während des Rennens mal wieder entschieden, einfach mal abzuschmieren. Oh, das ist halt auch scheiße. Das ist echt scheiße. Ich hab's aber während der Fahrt geschafft, es wieder zu starten. Nur in den Channel. Ja, ich hab mich reingezogen, weil es hier. Okay. Ja, gut. Ich glaube, da gibt's nochmal was zu besprechen. Auf jeden Fall von meiner Seite aus. Vierte Runde nennt sich das Ganze oder ist stattgefunden. Ja, wie Marvin, der Pro-Game, schon gesagt hat. Ja, da vorne wurde es eng. Ich war, finde ich, im ersten Stint nach dem Start relativ schnell unterwegs. Viper, irgendwie in der ersten Runde, muss ich auch sagen, weiß nicht, also gleich die erste Kurve, ein bisschen zu vorsichtig, glaube ich, reingebremst oder so, ich weiß nicht. Also bin ich irgendwie ganz einfach vorbeigegangen. Ja, ich bin muss man halt noch mal angucken. Nicht gut weggekommen. Okay, ja. Okay, das ist nicht. Es war ein Hustle dran, natürlich durch Windschatten, DRS und so weiter, hat das natürlich die entscheidenden Vorteile gebracht, ganz klar. Aber vierte Runde, zweite oder vor der zweiten DRS-Zone, ich habe es mir jetzt gerade nochmal angeguckt, weil ich bin ja, ich habe ja letztes Mal ein bisschen Shitstorm bekommen, weil ich während dem Rennen ein bisschen jemand unschuldig, also Viper in dem Fall, die Schuld gegeben habe. Dabei war es einfach ein normaler Rennunfall an der Stelle, auch normal zwischen Viper und mir, ist auch alles cool, war es eigentlich auch gleich nach dem Rennen. hier habe ich auch schon mal gesagt, auch jetzt während dem Rennen, okay, aktuell sehe ich das so, dass das Hustle seine Schuld war, dieser Unfall. Hab's mir jetzt aber nochmal angeguckt und muss sagen, ich bleib bei der Meinung. Hassel, was war das für eine Aktion? Was? Darf ich mal ganz kurz dazwischen? Du fährst, also ich hab's jetzt gerade nochmal angeguckt. Du warst links, oder? Ganz ehrlich, ich komme aus der Kurve nicht gut raus. Okay, ja, alles klar. Genau. Super. Ich setz mich links neben dich. Du setzt dich links neben die Strecke. Da ist keine Strecke. Du bist auf dem Curbs gewesen, du bist neben der weißen Linie gewesen und versuchst ein Überholmanöver an der Stelle, wo rechts so viel Platz ist. Ja. Das verstehe ich absolut nicht. Pass auf, da kommt eine Kurve, die nach links zuzieht. Das ist doch das. Nein. Doch? Ich bin viel besser rausgekommen und habe dann direkt links ausgeschert und nicht rechts, weil ich nicht nur mal abbremsen wollte. Da war eine Wagenbreite Platz. Und als ich dann schon mit den Reifen neben dir war, ging der Platz. Nee, pass auf, wenn du nämlich die Kurve anguckst, wird die Enge nach vorne und dann kommt eine Leitplanke. Deswegen geht die Linie weiter wieder nach links. Ja, aber die Kurve deswegen selber... Deswegen bin ich immer weiter ins Aus reingefahren, weil du keinen Platz gelassen hast. Auf die zweite DRS-Zone, ja, kommt ein leichter Linksknick, bevor die wirklich die DRS-Zone gerade ist. Und da macht's zu. Und du versuchst ernsthaft links zu überholen, auf dem Curb. Ich kam besser raus und bevor die Linie... Na und? Das ist doch kein Argument. Nein. Du kannst doch nicht sagen, hey, ich komme besser raus, dann habe ich mir das Recht. Nein, habe ich nicht. Das habe ich nie gesagt. Aber die Kurve... Sorry, ich bleib dabei. Ja, aber pass auf. Für mich ist das deine absolute Schuld. Ja, lass mich doch bitte ausreden, ja? Ja, da war eine Wagenlänge Platz. Ich bin reingefahren und erst als die Kurve dann anfing wieder rumzugehen, wurde der Platz immer enger, weil du natürlich geradeaus weitergefahren bist.
Ja, weil ich niemals damit rechne, dass jemand auf die dumme, sorry, muss ich ja, leider so formulieren, wieso? Die dumme, dumme Idee, Idee kommt, man kann's doch, links man kann's versuchen. Zu überholen. Im Rennen habe ich, im Rennen waren da noch andere Manöver, also von anderen Fahrern nichts Böses, aber da haben sie auch an Stellen versucht zu überholen, das fand ich okay, da habe ich auch Platz gelassen. Ich meine, du, ganz ehrlich, ich bin jemand, der lässt gern Platz, wenn sowas versucht wird, aber an der Stelle zu überholen, links, verstehe ich absolut nicht, sorry. Nee, das, ja. kann ich nicht begreifen. Unterschiedliche Meinung, so aber ich kam besser raus, rechts, ich hatte Platz. So, ja, aber das ist schon kein Argument, ich kam ja, besser raus. Ja, aber warum fährst du nicht direkt am Körb lang, wie man es normalerweise macht? Du bist ja, hast ja eine halbe Platz. Wagenbreite lasse ich. Das war eine Wagenbreite. Oh, Mann. Guck mal, ganz kurze Erklärung, ja. Die Kurve macht einen leichten Linksknick vorne, ja. Ich fahre doch die Kurve nicht komplett an der weißen Linie entlang. Nee, da lasse ich eine halben Wagenbreite Platz zur Linie, damit ich die Kurve leicht schneiden kann. Es ist eine leichte Kurve, kann ich aber leicht schneiden. Und das mache ich, so fahre ich immer. Das weiß jeder, das sieht man auch in jeder Runde, dass ich genauso fahre. Ja, und diese halben Wagenbreite gibt dir das Recht, nur weil du besser rausgekommen bist, auf dem Curb, ja, weil du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht mit deinen Reifen auf dem Curb warst. Ja, nachher, weil der Platz enger wurde, aber zuerst ja. War die, wie gesagt, die weiße Linie geht ja weiter wieder zu dir dann hin und dann wird der Platz ja natürlich immer enger, aber als ich reingegangen bin, war dann eine Wagenweite Platz. Ich war auf der Strecke noch drauf und erst dann, als wir näher kamen, wurde der Platz immer enger, weil natürlich die Mauer auch näher kam. Ja. Darf ich mal kurz dazwischen? Dann stechst du aber da nicht zurück, weil du warst nicht vor mir, du warst nicht neben mir. Ich war bei deinem Kopf fast du ungefähr. Du warst bei meinen Hinterreifen. Ja, nee, aber da ist der Schlag schon weiter vorne. Ja, und selbst wenn, soll ich dann auf einmal da musst bremsen, du trotzdem zurückstecken. Sinn. Ja, doch, macht Sinn. Wenn du sogar siehst, dass es enger wird und der Platz nicht reicht, ja, ich und, ja du, gedacht, und du nicht vor du mir bist, also ich der vordere Mann bin, ist es so, dass du dann abbremsen musst und nicht ich. Ich habe die Linie gehalten, ich habe sie nicht irgendwie anders dazu gemacht oder sonst was. Ich bin meine Linie gefahren und dass du da mit links kommst, habe ich auch nicht mit gerechnet. Ja, auf einmal merke ich einen Schlag und denke so, what the fuck? Und ich habe es mir jetzt gerade nochmal angeguckt. Es war nicht der Platz da, wie du ihn beschreibst, um links zu überholen. Auf keinen Fall. Stimme ich zu. Ich habe das alles ja von hinten gesehen. Und ich denke mir nur so, man kennt ja die Strecke. Wir hatten 30 Minuten Training und eine Viertelstunde Qualifying und da weiß man, dass links die Linie nach rechts geht. Also da verstehe ich nicht, warum man dann auch noch links Manöver zieht, weil Ray war ganz eindeutig links. Er hat seine Spur gar nicht gewechselt nach dem Rausbeschleunigen. Also ja, ich bin sie straight gefahren. Ja. Ja. Ganz klar. Und deswegen verstehe ich es nicht. Sorry, also klar, Meinungen sind verschieden. Ich möchte dich da jetzt auch nicht, irgendwie, das kann jeder anders beurteilen. Ich bin auch gespannt, wie die Leute das sehen. Kannst auch gerne die Sicht von meiner Sicht nochmal angucken. Ist natürlich auch immer interessant zu sehen, aber ich bleibe bei der Meinung, muss ich wirklich sagen. Ich denke, die werde ich nicht ändern, wenn ich eine Nacht drüber schlafe. Und zwar, ja, also ich finde, die Schuld gilt auf jeden Fall dir. Und es hat, finde ich, das Rennen auch ein bisschen kaputt gemacht. So viel dazu. Ja, dann hätte ich noch was. Ja, das ist das nächste Manöver ganz am Ende. Habe ich auch gesehen. War auch nicht so prickelnd. Nee, das ist auch davor noch, mit dir halt. Achso, ja, genau. Weggedreht. Da nochmal, sorry, ich habe es nicht richtig, also ich bin halt innen gefahren und dann habe ich nur noch eine gelbe Flagge gesehen und im Rückspiegel, dass du dich gedreht hast. Ich habe aber jetzt, was war da genau? Also, ja, gefühlt hast du mich nicht, wie gesagt, nicht gesehen und hast einfach eingelenkt, obwohl ich halt da war. Eigentlich fast die Montreal. Ich war innen, ja, es war fast genauso. Okay. Nee, also ich hab auch damit nicht gerechnet, muss ich ehrlich sagen, dass du da so kurz vor Ende, weil du warst eigentlich noch hinter mir, du hattest zwar mehr Schwung, habe ich gesehen, und deswegen bin ich auch innen gefahren, aber ich habe ja innen nicht so viel Platz gelassen, ja. Das war vielleicht eineinhalb Wagenbreiten. Hätte ich halt nicht gedacht, dass du da noch reinstichst. Und habe ich auch ehrlich gesagt nicht gesehen, bin natürlich ein bisschen früher auf die Bremse, um die Kurve zu kriegen. Ja, nächste Aktion war halt, oder nächste Ding habe ich gesehen, gelbe Flagge, und habe dann nur noch im Rückspiegel gesehen, Weiber hat sich gedreht. Also, wie gesagt, ich habe auch in der Aufnahme schon gesagt, sorry, wenn es ein dummes Manöver war, tut mir dann auch leid. Ja, aber wie gesagt, es ging dann wahrscheinlich zu schnell und habe auch absolut damit nicht gerechnet, dass du dann, wenn ich eh schon innen fahre, dass du dann da auch nochmal innen reingehst. Ja gut, blöd gelaufen, aber gut, gibt Schlimmeres. Ja, und dann halt in der vorletzten Runde oder wann das war, wo Hassel mir da ins Heck fährt, fand ich auch leicht das unnötig. Das habe ich selber nicht verstanden, aber da habe ich auch niemanden die Schuld dran gegeben, also ich weiß nicht, was da los war. Ja, aber ich hab meine Linie halt einfach gehalten. Ja genau, ich bin dann rechts rübergezogen, auf einmal macht's Bumm und ich habe es selber nicht verstanden. Also ich hoffe, ich habe da jetzt nichts bei dir abgeschossen, nee, aber nee. Ich habe es selber überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist. Ich hätte halt gedacht, du wolltest dich dann noch irgendwie links vorbeidrücken und der hätte dann abgeschossen. Nö, ich war die ganze Zeit leicht rechts und wollte auch rechts vorbei, aber irgendwie... Hast du dir den Frontflügel kaputt gefahren? Ja, ich bin abgeflogen. Nee, das erklärt, komplett warum... komplett in die Wand rein. Warum dann du auf einmal in der Box warst, weil ich dachte, du... also, das war halt komisch für mich, weil du ja eigentlich auf der gleichen Strategie wie Ray bist und Ray ist nicht in die Box gefahren.
Ja, wir waren, na klar, ich meine, bei uns war es so, ich denke mal, Hassel wäre auch gerne in der 6. Runde rein, nicht in der 4. Ja, wir haben einfach halt den harten Stint einfach 2 Runden länger gezogen und dann halt es mit den Weichen versucht durchzuziehen, so wie es mir eigentlich auch vorgeschlagen wurde vom Boxending. Hat eigentlich ganz gut geklappt, soweit. Letzter Stint, also mittlerer Stint, zweitletzter Stint, also der zweite Stint mit den Weichen, da war Hassel auf jeden Fall deutlich schneller, ist auch richtig weggezogen. Da auch nochmal Respekt dafür, also richtig schnell gewesen. Letzter Stint dann war dann aber irgendwie wieder mein Stint, habe ich deutlich aufgeholt. Natürlich auch geschuldet dazu, dass halt der Hassel dann auch nochmal auf Weibau aufgefahren ist. Hat natürlich auch ein bisschen Zeit gekostet, schätze ich mal. Ja, wäre auf jeden Fall spannend geworden, wäre das mit Viper, der Unfall mit Viper und Hassel nicht passiert, schätze ich mal. So war es dann halt, ja, ein Kampf gegen Viper auf stumpfen Waffen von Viper. Der war auf abgefahrenen harten Reifen. Meine Weichen waren noch sehr gut, sind auch schneller gewesen. Und dann ja, war es nur eine Frage der Zeit, bis ich mich dann irgendwann vorbeisetzen konnte. Ja, also von mir nochmal, wie gesagt, ich will niemand abschießen und ich will auch jedem genug Platz lassen. Also das ist auch das, was ich auch gern von anderen erwarte. Also wie gesagt, Hassel, tut mir leid, wenn du das anders siehst. Das ist halt jetzt meine Meinung, kann halt verschieden sein. Das mit Viper tut mir leid, habe ich auch in der Folge oder eben während dem Rennen schon gesagt, habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, das Manöver von dir. Ich habe auch keinen Schlag oder so gespürt. Ich habe nur noch gesehen, ja, gelbe Flagge, hast dich gedreht. Und so wie ich halt weiß, ich war ja schon innen, da hätte ich halt niemals damit gerechnet, dass du halt den Angriff dann noch weiter innen versuchst, einfach weil halt die Kurve sowieso total eng zugeht. Ja gut, lief halt blöd. Nächstes Mal sind wir schlauer, hoffe ich doch. Ja. Ich muss auch noch sagen, ein Lob an Hassel aussprechen. Das war ein echt cooler Zweikampf, den wir da noch geführt haben, als du wieder rangekommen bist. Ja, das habe ich auch schon im Video erwähnt, der war ganz cool. So, nochmal jemand was? So, bin ich so aus jemand da Schwert hier, geht zwar die Lampe an, aber sagt nichts. Also, ja, ich bin schon noch da, aber ich bin hier ein bisschen. Ich freue mich schon aufs nächste Rennen. Ja, also wie gesagt, oder ich habe es schon gesagt, bei mir in der Aufnahme, ich weiß nicht, wie ihr schon da soweit Infos rausgestreut habt, ich sag's jetzt einfach nochmal. Es wird jetzt eine dreiwöchige Weihnachts-, Neujahrs-, Winterpause geben, wie man das auch immer formulieren möchte. Das heißt, das nächste Rennen werdet ihr erst wieder am 9.1. und 10.1. des neuen Jahres sehen. Genau, da wünschen wir einfach alle euch eine schöne Weihnachten. Lasst es euch gut gehen, schön essen und mit der Familie und Freunden feiern. Genauso auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wünsche ich auch an alle anderen Fahrer hier, falls man sich nicht mehr hört. Ja. Und ja, kommt einfach frisch und munter wieder zurück. Ich hoffe, die Differenzen, die wir so haben, das bleibt im Spiel und muss man nicht nach außen tragen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Saison, sage ich schon, auf neue Jahr, auf die neuen Rennen. Ja, 14 Rennen haben wir noch vor uns, das ist eine Menge Holz, was wir da noch vor uns haben. Da kann noch viel passieren, da kommen noch viele krasse Strecken auf uns zu. Regenrennen stehen auch noch aus, habe ich mal gehört, dass es die auch noch geben soll. Monaco. Ja, es gibt noch Monaco und es gibt noch Singapur und es gibt China. Guten Sinn im Leben. Also, Russland. Was auch mal ausformulieren möchte, da kann es auch mal regnen und so weiter. Ja, also das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, zu schauen. Vergesst auch nicht, ein Däumchen nach oben zu geben aus der Sicht, wo ihr es jetzt geguckt habt. Ihr könnt gerne auch bei den anderen Sichten mal reinschauen und entsprechende Situation auch nochmal nachvollziehen. Ich denke mal, bei jedem war ein bisschen was los, so wie ich jetzt gehört habe, sowohl bei Tom, bei Maggie, bei Creeper, bei Let's Play Noob, bei Striker war sicherlich auch was los. Mhm. Und ja, bei mir, ja, habt ihr ja vielleicht schon gesehen, wenn ihr meine Sicht geguckt habt, ihr nicht, könnt ihr es noch gucken. Ja, ich bin auf jeden Fall raus. Dankeschön fürs Einschalten. Ich bedanke mich nochmal für alle, die mitgefahren sind und tschüssi. Tschüss. Björn Holm, Alter! User in your channel stopped recording. Hab ich mal was verpasst? User in your channel stopped recording.